Es gibt noch eine vierte Welt, die Welt der Ewigkeit. Das schamanische Wissen ist sehr weise. Wenn Sie sich in ein Buch vertiefen und versuchen, über die Weisheit und den verborgenen Sinn von diesem Buch nachzudenken, werden Sie sehen und verstehen, was die Welt der Ewigkeit eigentlich ist. Aus der Welt der Ewigkeit kommen die weisesten Seelen auf die Erde. Wir bezeichnen sie als Lehrer, Weisen. Die Seelen der großen Schamanen kommen auf die Erde, um die Menschen zu lehren. Das Wichtigste, was diese großen Persönlichkeiten Menschen beibringen, ist, dass die Seele versteht, warum sie auf der Erde ist. Das ist auf keinen Fall eine Strafe, dass wir auf die Erde kommen. Nein, wir sind nicht sündig. Ein Schuldgefühl ist nicht richtig. Was richtig ist, ist das Verständnis, dass alles, was mir auf dieser Erde gegeben wird, die Geister dafür geschaffen haben, dass meine Seele Erfahrungen macht und sich weiterentwickeln kann. Man braucht unterschiedliche Erfahrungen und vor allem gute, gütige, schöne und schwierige Erfahrungen, die einen fördern, Hindernisse zu überwinden. Dabei entwickelt sich die Seele, wächst, wird stärker. In dem Moment, in dem eine Situation passiert und ich diese Erfahrung begreife, beginnt die Welt der Ewigkeit, mich zu vernehmen. Durch diese Handlungen ziehe ich die Kraft der weisesten, höchsten Seelen und Geister überhaupt auf dieser ganzen Welt an. Also, hier sind Ihre Hausaufgaben. In den Situationen, die Ihnen passieren, wenn man wirklich sagen möchte, dass dies eine gute oder eine schlechte Situation ist, halten Sie inne und sagen Sie, ich mache gerade eine Erfahrung. Es ist weder ein Fehler noch ein Geschenk. Ich mache eine Erfahrung. Meine Seele entwickelt sich jetzt. Denken Sie darüber nach, welche Erfahrungen die höheren Geister Ihnen jetzt geben, was sie Ihnen beibringen. Und dann bedanken Sie sich. Gewiss ist es anfangs schwierig, dies zu begreifen. Sie können mir gerne schreiben. Dafür gibt es einen Bot. Sie können eine Situation beschreiben, bei der Sie begreifen, dass Ihnen eine Art von Erfahrung gegeben wird. Stellen Sie die Frage, ob Sie richtig verstanden haben, dass Ihrer Seele diese besondere Erfahrung gegeben wurde. Ich als Schamanin werde es lesen, Geister fragen und natürlich durch meine Assistentinnen beantworten, warum genau Ihnen diese Erfahrung gegeben wurde. Wenn wir die Geister der vier schamanischen Welten richtig behandeln, helfen und unterstützen uns die Geister in allem. Das heißt, wir werden zu Schamanen und harmonisieren die Welt um uns herum. Das ist der Sinn der Sache. Unsere Ahnenlinie wird immer unter der Schirmherrschaft und dem Schutz der höheren Geister stehen. Dies also ist das Erbe, die Kraft, die Sie Ihrer Ahnenlinie hinterlassen werden und die nicht mehr weggenommen werden kann. Sie haben die neuen Kenntnisse erworben und jetzt ist die höchste Zeit, selbst zu einem Lichtstrahl für andere Leute zu werden. Teilen Sie mit ihnen dieses Video. Laden Sie sie ein, ein Teil des Projektes Liebesfeld zu werden. Kommen Sie zusammen zu unseren Trainings und Seminaren. Unser Motto lautet: Hilf den Leuten und der Gott hilft dir.